meinem Plan steht offene Fragen. Es könnte ja sein, dass etwas noch nicht geklärt ist. Dann wäre jetzt die Möglichkeit, es anzusprechen und nochmal zu gucken, ob wir eine Antwort finden. Wenn das der Fall ist, möchtet ihr euch bitte melden. War mein Geist nicht schnell genug, oder? Fang in der Mitte an. So machen wir es. Ja, aber ich konnte mit der ist noch nicht alles, konnte ich nicht entscheiden. Jetzt wäre es erst mal. Bitte Karl Streit. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt. Sagen Sie es einfach. Ich habe jetzt mehrfach gelesen in Büchern, immer wieder, das ganze Problem liegt dauernd an der Unkenntnis, das kann ich nachvollziehen, und an unserer Ich-Illusion. So, und dann kommt ja diese Leerheit, abhängiges Entstehen, das denke ich, habe ich theoretisch auch schon verstanden, aber ich denke, dass ich ein Problem habe, zu verstehen, was das emotional vielleicht bedeutet. Deswegen kann sein, dass es ganz anderes jetzt was ganz anderes aufmache. Also im Zusammenhang mit dieser Angst, dass einem was verloren geht, mit der Angst, man könnte morgen hungern, wenn es eigentlich gar nicht so ist, nicht? Ist die Frage, oder mit der Angst im Alter, ist niemand, kann ich nicht mehr für mich sorgen, weil ich kein Geld mehr habe, weil ich alles weggegeben habe, ist die Frage, was ist damit gemeint jetzt wirklich faktisch oder praktisch, wie auch immer, mit diesem, weil das wir immer denken, dass da ein Ich ist. Deswegen greifen wir und deswegen tun wir dies und deswegen tun wir das. Ich nehme an, diese Angst, die ich jetzt gerade gesagt habe, hat auch was damit zu tun, nicht? Aber ich verstehe das dann nicht. Ich habe ja verstanden, dass wir abhängig voneinander sind. Ich habe verstanden, dass da kein Ich als Substanz oder Substrat ist. Das habe ich theoretisch verstanden und trotzdem scheine ich ja etwas nicht verstanden zu haben. Sonst würde ich ja nicht jetzt Angst kriegen oder Panik kriegen, dass da irgendwann ich hungern muss oder irgendwas. Ja? Also da muss doch irgendwas sein. Das ist wirklich ein anderes Thema. Ja, ganz kleines bisschen anderes Thema. Ich habe auch morgen noch Zeit. Ja. Ich versuche mal eine kurze Antwort. Das war lieb, was Sie wollen. Also ich ist ja erstmal ein Etikett. Ist ein Name. Ja? Und dieser Name wird verwechselt mit einer Substanz. Oft da ist etwas. Und wenn man hinschaut, was ist denn da, findet man nichts anderes als ein Bündel von Kräften. Gut, richtig. Habe ich die richtig verstanden. Und diese Kräfte haben eine bestimmte Richtung. Und eine dieser Kräfte wird plakativ immer Gier genannt. Haben wollen. Ich brauche. Ich möchte. Mir gefällt. Also dieses Ich ist im Grunde nichts anderes als ein Name für diese Kräfte. Wenn eine dieser Kraft heißt, ich will haben, heißt, dass Zufriedenheit nur da ist, wenn dieses Haben erfüllt wird. Wenn da in mir 1000 Kräfte sind, die alle sagen, ich will das, will das, will das, will das, müssen 1000 Kräfte befriedigt werden, damit ich sagen kann, mir geht es gut. Und projiziert auf unser Alter heißt das, wenn man so rumguckt, wenn man älter wird, wird es mit dem Körper nicht mehr so doll, die Rente wird nicht mehr so doll, die Wohnmöglichkeiten lassen nach, die Freunde, die ich früher kannte, sind auf einmal nicht mehr da, ich bin der Einzige beim Klassentreffen so ungefähr. Das heißt, wir merken, unser Geist merkt, von der Vielfalt unserer Befriedigungswünsche wird immer mehr nicht mehr erfüllt. Ja, das ist Angst. Angst heißt, es werden bestimmte Erlebnisse nicht mehr auftauchen. Kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde, kein funktionstüchtiger Körper. Und das Verrückte dabei ist, je mehr solche Wünsche wir haben, umso mehr offene Rechnungen haben wir, umso mehr Löcher haben wir, die wir zustopfen müssen. Und das ist auch gerade der Weg, den der Buddha beschreibt. Je weniger du brauchst, umso mehr hast du. Wenn du gar nichts mehr hast, gar nichts mehr brauchst, hast du alles. Und jetzt sind wir beim Geben, von daher hat sich das schon wieder ein bisschen auch eingefangen, das Thema. Je mehr ich weggebe,
umso mehr erfahre ich an mir ein, ich brauche es gar nicht unbedingt. In den Grenzen, die wir vorhin aufgezeigt haben, nicht kopflos. Ja? Aber von dem, was wir zu Hause stehen haben in unserer Wohnung, ich weiß nicht, wie groß der Prozentsatz dessen ist, was wir da nicht brauchen, was da seit 10 Jahren steht und wir hatten es nur beim Staubsaugen in meiner Hand. Ja? Das ist so ein Beispiel dafür. Wenn es dann nicht mehr da ist, oh, wo ist denn mein XY? Und Dana ist genau diese Einstiegspraxis, um sich von den 1000 Abhängigkeiten nach und nach zu befreien. Und das Verrückte dabei ist, je mehr man sich von seinen Wünschen befreit, umso mehr kommt er von außen auf einen zu. Das ist ja das Verrückte. Man braucht nichts mehr, aber hat alles. Wenn es bei uns umgekehrt ist, wir brauchen viel und haben nichts. Also jetzt mal übertrieben. So. Und wenn man dann noch eins zulegt und entdeckt, das Ich ist ja wirklich nur ein Etikett, es ist ja gar nichts Substanzhaftes, sondern nur ein Bündel, wie ich sagte, Treffen der Zuneigung und Abneigung, dann entspannt es auch nochmal. Also mit anonymen Kräften lässt sich leichter haushalten als mit Ich, weil jeder dieser Trieb auch eine Gefährdung ist. Subjektiv erleben wir diese Kräfte auch als Gefährdung. Nämlich dann nehmen wir unseren Körper. Wer einen Körper hat, ist gefährdet. Man wird krank, man kriegt Schnupfen, kriegt ein neues Ersatzteil oder was auch immer. Wo immer Körperlichkeit ist, ist Mangel, ist Gefährdung. Was man jetzt nicht hat, kriegt man vielleicht, dann haben wir wieder das Thema Angst. Und je mehr man sich sozusagen von seinem Körper innerlich distanzieren kann, schwieriges Thema, aber je weniger man sagt, ich, umso mehr ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn dieses Ich nur halt graue Haare kriegt oder nicht mehr so toll aussieht wie vorher. Das mal als kurzen Anriss zu dem Thema. So, wer ist du das, gell? Ich habe zum einen eine Frage an dich. Zum anderen wollte ich einfach mal so ein Erleben von mir beschreiben, wenn ich danach lebe. Also ich entdecke mich, also ich spüre, wenn ich danach lebe in einer Konferenz-Kursgruppe, dann ist es oftmals so, mir ein bisschen beschämt oder auch, ich möchte nicht, dass jemand sieht, wie viel ich gebe. Und da habe ich mir heute die Gedanken dazu gemacht, dass ich da gerne anders mit umgehen möchte. Als Teil der Praxis, als Teil des Abends. Und meine Frage an dich ist, weil ich ja jetzt anderen Sila war, meine Frage an dich ist jetzt, wie könnte ich das verändern? Was ist das in mir, dass mich das so beschämt sehen lässt? Ist es ein Teil der Tradition, aus der wir kommen, aus der christlichen, dass man nicht alles Zeit was man hat? Oder wie kann ich das verstehen? Kannst du das nochmal präzisieren, was du mit dem Beschämen meinst? Ich habe das nicht ganz kapiert. Ja, das Beschämen so, es ist doch so, man zeigt damit, man sagt nicht, wie viel man verdient, man sagt nicht, wie viel man spendet. Das ist ja so nicht in unserer Tradition behaftet. Ich weiß nicht, ob das nicht sehr individuell unterschiedlich ist. Es gibt ja Menschen, die geben nur dann, wenn der Betreffende auch weiß. Guck mal, das ist von mir. Ja, stell dir mal vor, du bist auf Geburtstag eingeladen, da bringt man was mit. Aber jeder schreibt da so ein Zettelchen dazu, so, dass dann auch der Beschenkte weiß, ach oh Mensch, das war toll. Ja? Wir hatten es vorhin mal so im Gespräch hier am Tisch, dass eine hochgradige Form von Geben ist, wo kein Mensch weiß, wo das herkommt. Das wäre eine sehr reine Form von Geben. Da braucht jemand was, ich lasse dem was zukommen, aber ich bin völlig außen vor. Das hat man manchmal im öffentlichen Leben, dass irgendwo eine Spende auftaucht und der Spender ist anonym. Aber üblicherweise ist, nicht der Sparkassenchef steht mit so einem großen Scheck da, und die Zeitung knipst es an, für Kindergarten XY haben wir 500 Euro, für den Kegelverein hat gesammelt, was eine tolle Sache ist. Aber dann ist eben das demonstriert, der Gegenverein hat gesammelt und hat gespendet und toll. Ja? Alles in Ordnung, kein Problem. Aber eben diese Einschränkung. Ich gebe und jeder soll es auch wissen. Die höchste Form ist geben, ohne dass man erwartet, dass was zurückkommt.
und auch ohne, dass man dokumentiert, ich war es, der es hat. Ja, und der es sozusagen weitergegeben hat. Aber das ist doch auch oft so, dass auch so viel zu erleben ich das, auch diese Spenden, dass wenn die vor uns ansteht, dass er auch guckt, wenn er diese Spenden gibt, dass er das schon so eine intime Angelegenheit betrachtet. Dass nicht jeder so mitkriegt, was er macht, wen gibt man, wie viel, ja, weißt du, womit das zu tun hat? Weil jeder tief im Herzen weiß, ich bin geizig. Das ist genau so, ja. Wenn der mitkriegt, ich werfe da einen Knopf rein, ja? Wie stehe ich denn da? Aber wenn man großzügig sein kann, ja, und der viel sprahlerisch macht, das wäre die Kehrseite. Dann guckt hier, ich habe, das ist mein Kohl, mein Schaden. Ja? So, da, gerade in diesen Dingen kann man sehr fein ablesen, was da ist. Hat es eine Funktion des Gebens für den anderen oder hat es eine Funktion für mich? Entweder ich prahle oder ich schäme mich, dass ich eigentlich mehr könnte, aber nicht wirklich tue. Sehr gutes Übungsobjekt, weil man sich da exakt selbst kennenlernt. Wie bin ich denn eigentlich? Da fängt das sehr gut an. In etwa beantwortet. Ich übe mich. Was ist denn mit dem Gegenteil? Ich habe zwei Fälle in meinem Umfeld. Einmal hat jemand sehr viel und gibt sehr viel, dem wird dann vorgeworfen, er wollte sich irgendwie Freundschaft erkaufen. Auf mich klappt es nicht so. Ist das irgendwie ein bisschen falsch? Ein anderer Fall, eine Freundin, die früher sich gar nicht so viel Gutes tun konnte, die gibt jetzt, sie hat fast gar nichts, ja, aber gibt ganz viel und aber auch sich selbst lebt, also eigentlich über ihre Verhältnisse und gibt dann auch noch ganz, ganz viel weg. Steht da, ist da irgendwas dahinter, wo man sagen kann, dann würde ich dir vielleicht einen Tipp geben. Also irgendwie, oder wenn mein Bruder, der immer so viel gibt oder so, der wird ja angefeindet. Ne? Also ich denke mir lieber so als andersrum. Aber irgendwie ist da irgendeine Krux dabei, wenn jemand jetzt zum Beispiel, oder wie schlimmer ist der Fall, sie hat nichts und trotzdem so, ja, und auch sich selber, also sie verwöhnt sich dann. Ist da irgendwas gegen zu sagen? Oder was ist da der Grund? Wo ist da die Krux? Die Krux ist, dass man sich wahrscheinlich über das wahre Motiv nicht im Klaren ist. Ja? Wenn man gibt und angefeindet wird, dann gibt es eine relativ einfache Möglichkeit. Geben, ohne dass es ein anderer weiß. Genau. Ja? Dann wird man den angefeindet. Aber also nicht von denen, die geben, nur von anderen. Von anderen, ja, ich habe das schon, verstanden. Ja, aber das ist wieder deren Neid. Das ist deren Neid, weil sie unter Umständen nicht das selbst machen. Ja, das klingt gar nicht, ich kenne die Situation nicht im Konkreten, aber das ist vermutlich der Grund, dass man es nicht ertragen kann, dass ein anderer gegenfreudiger ist als ich. Also man sagt nur nicht, ich muss noch wachsen, sondern der wird man. Ja? Und der andere Fall, dass jemand praktisch dazu freigebig ist, ist das? Habe ich vorhin erwähnt, nicht blind geben, sondern gucken, was kann ich. Okay, aber ist es jetzt keine irgendwie so, dass das irgendwie da so was mal ganz verkehrt ist oder so? Nicht verkehrt, aber es fehlt, dass man sich selbst das Notwendige gibt. Ja, denn wir haben da über das Sozialamt schon zweimal gesprochen. Wenn ich alles weggebe, muss ich morgen antanzen, dann brauche ich von anderen. Nicht? Dann muss ich mir das zurückholen, das ist ein Robin Hood-Phänomen. Ich hole mir was mir gar nicht gehört. Aber ich glaube, da haben wir weniger das Problem, dass sich jemand bei uns arm schenkt. Das kennt niemand. Ja, umgekehrt. Aber es gibt's auch, ja, dass man keine Grenzen kennt und am Ende keinen Überblick über die eigenen Finanzen hat und aus dieser guten Haltung heraus am Ende selbst übel dasteht. Geht das, was der Erwachte immer sagt, achtsam sein, die Dinge klar sehen und wissen, in welchen Maßstäben man da agieren kann. Ich glaube, du hast vorhin, oder? Ich war jemand anders von mir. Also, es gibt auch die Geschichte, dass der Buddha mal umgebracht werden sollte. Und dass das dann nicht funktioniert hat, weil er so ein reines Herz hat. Und jetzt war es meine Situation so, dass ich heute Morgen gedacht habe, weil wir uns mit Zug gefahren sind, Hauptbahnhof, und ich gedacht habe, Mensch, Karina, hoffentlich passiert da nichts. Und dann bin ich in mich gegangen und habe dann gedacht, okay, dann versuchst du ein bisschen Mitter zu senden an alle Lebewesen, von denen du so ein bisschen Angst hast, dann wird dir schon nichts passieren.
ist das dann ein bisschen blauäugig? Oder kann man sagen, dass man... Es ist schon ein bisschen ironisch, dass das nicht 100% funktioniert, ist klar. Aber kann ich für mich als Laie sagen, dass ich da ein bisschen geschützt bin? Also nur ganz... Natürlich bin ich nicht geschützt vor einer Waffe oder vor jemandem, der mich angreifen will, ist klar. Aber ich so ein bisschen... Vielleicht so ein Mini-Prozentzahl, wie der Buddha hatte. Ich will mal ein Beispiel geben, ein anderes Beispiel. Der Buddha sollte ja mehrfach umgebracht werden, gab mehrere Versuche. Und ein Versuch war, als er durch eine Straße ging, einen wilden Elefanten auf ihn zu hetzen. Und den hatten sie vorher noch betrunken gemacht, also Alkohol gegeben, dass der richtig wild war. Und der rannte jetzt auf den Buddha los und alle, die da mit unterwegs waren, spritzen natürlich zur Seite, weg, weg, weg. Und auch den Buddha haben sie gewarnt, komm, du musst da, das ist der Staatselefant XY, und der trampelt dich nieder. So, was macht der Buddha? Sagt, Leute, kein Problem. Warum kein Problem? Weil er wirklich Metta gestrahlt hat. Und Metta-Strahlen heißt in dem Moment Metta-Sein. Nur Mitgefühl, Erbarmen, Güte zu allen Wesen zu haben. Auch eine Kraft, aber eine andere Kraft. Nicht die Kraft, was wird aus mir, sondern hier habt ihr. Und diese Kraft war so stark, dass der Elefant wie so dann gegen eine Mauer gerannt ist. Der kommt gar nicht mehr und ist stehen geblieben. Leider unterscheiden wir uns von dem Buddha. An dieser Stelle leider, ja, dass wir diese Kraft nicht haben. Und was du geschildert hast, ist auf alle Fälle gut, aber es war mehr der Gedanke. Es war nicht Metta-Strahlen, es war nicht diese Metta-Kraft schon. Es war der Metta. Das war ein egoistischer Gedanke. Das war auch gut, das war auch, ja, Metta hilft ja immer allen. Aber es war mehr auf der gedanklichen Ebene. Möge es dir gut gehen, möge es dir gut gehen, möge mir nichts passieren. Aber dieses Strahlen, dieses Brahma-Vihara, wie es heißt, dieses Verweilen im Göttlichen, heißt ja identisch sein mit dieser Kraft. Und wenn die Kraft stark ist, da heißt es in den Texten, dann können dir Pfeile und Mordwaffen nichts anhaben. Und ich nehme das ganz wörtlich, ja? Weil das eine so starke Kraft ist, die sich auch physisch manifestiert. Da kann nichts passieren. Nur wir denken manchmal, ach, mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle Wesen glücklich sein, und jetzt. Ja. Das ist dann einfach sehr noch oberflächlich, weil das noch nicht in die Tiefe gedrungen ist und entsprechend weniger Wirkung hat. So. Es hat immer Positives, hat immer positive Wirkung. Aber je weniger diese Metta-Haltung entwickelt ist, umso weniger kann sie auch tatsächlich bewirken. Ja, das gilt immer. Dran aus 1%, 2%. Bitte. Mit deutlich geringerem Anspruch und ganz angeschlossen an unser heutiges Thema. Da heißt es in einer Lehrrede, wenn ein Mensch keinen Bissen mehr zu sich nähme, ohne zunächst einmal davon den anderen Wesen zukommen zu lassen. So wie wir gesagt haben, auch Spende an die Jenseitigen. Und wenn Götter anwesend sind, vermutlich steht dort Deva, also Jenseitige anwesend, dann auch diesen das widmen und zudenken, dass die das bekämpfen. Wenn dem so ist, dann nehmen diese sich dem des Spenders an und beschützen ihn, und dann kommt diese ganze Reihe von Krieg und Wald und Dunkelheit und Hauptbahnhof und also man sei rundherum geschützt. Okay. Der Gestalt, also man öffnet sich ja in diesem Moment dem Jenseitsgedanken. Und dann heißt es, dass es bei keinem Menschen auch nur einen einzigen Gedanken gibt, an dem nicht das Jenseits hin und her schiebt, dass dort solche interessiert sind daran, dass der ins Dunkle wandert, andere sind daran interessiert, dass der ins Helle wandert. Und je heller man selber dort denkt, desto eher haben die Hellen Gelegenheit. Und die haben dann auch Gelegenheit,
diese dunklen Gestalten in Menschen oder diese dunklen Wesen in Menschen an dir vorbeilaufen zu lassen. Dich nicht zu sehen oder dich als jemanden zu erkennen, da hat es sowieso keinen Sinn. Oder kein Interesse an dir oder dir. Wir sind ja in einem ganz klaren materialistischen System groß geworden. Das heißt, was auch mit materiellen Werten und Gütern misst. Und ich weiß schon als Kind, wenn es Weihnachten war, und wir hatten ja jetzt gerade Weihnachten, da kam natürlich automatisch, wenn es Geschenke gab, man hat das aufgemacht, hat man sofort diesen Gedanken gehabt, ach, mehr bist du dem nicht wert. Ja? Oder eben, oh, der muss ich aber besonders lieb haben, ja? So, wenn da so ein tolles Geschenk ist. Dann. So. Und ich muss Ihnen sagen, und das würde ich jetzt mal gerne wissen, ich versuche sie jetzt mal rauszulocken, da gibt es ja immer Danas, ja? So. Also ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt hier Vortrag halten würde, Dana wäre dann, ja? Und es wären dann vielleicht nur 20 Euro drin, dass ich sagen würde, naja, also mehr war ich denen nicht wert oder scheinbar war ich schlecht. Ja, war mein Vortrag schlecht, dass die nichts gegeben haben. Aber es hätte ja eben auch sein können, dass eben wirklich dann nur Leute saßen, die bettelarm sind und die haben schon so viel gegeben, dass die 20 Euro dafür, ja. Aber woher kommt dieses, ja, natürlich kommt wieder von dieser Ich-Anhaftung, aber ich habe dann oft so den Gedanken, mir passiert das jetzt mit 50 Jahren noch immer, dass ich dann, wenn mir Schüler Geschenke machen, ich dann auch denke, oh, den bin ich aber sehr viel wert, die mögen mich aber sehr, da haben wir ein sehr schönes Präsent mir ausgesucht. Und dann sagt mir, ja, so, und das ist, ich fühle mich da nicht wohl natürlich mittlerweile. Was läuft da ab? Also wir unterbrechen mal kurz. Wir gehen alle raus an den Beutel da. Dann hole ich den rein, leere ihn aus und dann gebe ich einen Kommentar. Alles andere ist ja Spekulation. Jetzt will ich euch über das wahre Motiv dieses Vortrags heute sprechen. Ich habe viele Vorträge gehalten und dachte, du musst endlich mal über Dana reden, damit das besser funktioniert. Darf ich auch mal ehrlich sein. Aber was du beschrieben hast, ist natürlich wieder die Beschreibung des Lebens, wie sie sozusagen, das ist, wenn wir zur Tankstelle fahren, kein Problem, wird bezahlt, was die da wollen. Ja, ja. Ja, aber wird vieles akzeptiert. Es gibt auch Dinge, die freiwillig sind, wenn wir essen gehen, irgendwo hin. Also es gibt so viele Dinge, die unsinnig sind, letztlich. Überflüssig, Luxus. Geben wir gerne was. Aber meine Erfahrung, nicht nur was mich angeht, sondern was so viele Kollegen angeht, das ist für die meisten ein Problem, was werfe ich jetzt in die Box? Wie viel ist schon zu, ist, oh, das ist bestimmt zu viel. Weil dann rechnet man zusammen, so viele Leute waren da. Es gibt mal X, gibt so eine Summe. An einem Tag so viel, und das jetzt mal 20, das ist ein Monat rum, und das mal 12, ein Jahr rum. Der muss ja Millionär sein. Und was kriege ich? Ich rappe mich ab in der Schule jeden Tag, ärgere mich mit den Schülern, mit dem Direktor, und was habe ich auf dem Konto? Weniger als der? Nö. Also rechnet man da wieder zurück und rechnet das ein bisschen runter. So geht es in unseren Köpfen zu. Ich sage das deshalb, weil ich auch viele Retreats schon gemacht habe im Laufe meiner Jahre und nicht nur immer vorne gesessen habe, sondern auch im Publikum gesessen habe und euch sage, ich kenne diese Gedanken. Wir sind ja alle Menschen und uns irgendwo nah, dass man da das auch mal offen ansprechen kann. Aber der Vorteil ist, und von daher ist das nur für mich zumindest ein minderes Problem, weil ich erkannt habe, dass allein die Beschäftigung mit dem Dhamma für den Vortragenden, ja, von überaus großem Gewinn ist. Selbst wenn ich da jetzt nichts vorfinde da draußen, selbst dann habe ich von diesem Tag mehr profitiert als ihr.
Aber das ist so, das ist so. Weil ich mich vorbereitet habe auf diesen Tag, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, meinen Geist in diese Richtung auch gelenkt habe, immer wieder mein Herz ausgerichtet habe. Also ich habe einen Lernprozess gehabt, bis ich hierher bin. Was ihr damit macht, das weiß ich gar nicht. Aber ihr sagt, ja, die Zeit ist auch wieder rum. Das machen wir heute Abend oder so. Das mag sein. Mag sein, dass ihr profitiert, dass ihr das eine oder andere aufgreift. Das ist in eurem Beritt. Aber ich habe schon profitiert. Und da ich noch geheimnis verheiratet bin und meine Frau mich ernährt, ist auch klar, das ist nicht das entscheidende Problem. Aber, das sage ich auch, es gibt Menschen, die wirklich abhängig sind davon, dass sie was in ihrer Box haben, die wirklich darben, weil der Durchschnittsdammer-Praktizierende geizig ist. Ja, Geiz ist geil, ist tief verinnerlicht, auch bei den Dammer-Praktizierenden. Das trifft aber noch nicht ganz das. Ist was anderes, ob ich davon vielleicht sogar leben muss. Das kann ich alles nachvollziehen. Nein, ich fühle mich auch entwürdigt oder ich fühle mich nicht angenommen. Es geht ja viel tiefer, bei mir jedenfalls. Ja, ob die Schüler mir jetzt ein Geschenk für 50 Euro machen oder für 10 Euro, ich könnte ja sagen, die Art, wie sie es liebevoll zusammengebracht haben, wie sie es gestaltet haben, wie sie es mir schenken, das ist viel wichtiger. Nein, ich denke dann einfach, dass es etwas darüber aussagt, wie viel wert ich ihnen bin, wie sehr sie mich schätzen oder mich nicht schätzen. Das ist ja das, was ich jedenfalls in meiner Familie so gelernt habe. Geschenke äußern sich oder sagen viel aus, wie ich jemanden schätze oder nicht schätze. Ja? Ja, aber das kann man dem Geschenk ja gar nicht entnehmen. Also du kriegst ein... Wenn es teuer war, dann schätzen die mich sehr. Das will ich ja gerade sagen. Das ist ja nicht die Messlatte. Du kriegst ein kleines Geschenk von wenig materiellem Wert, aber wunderschön eingepackt. Ja? Sondern mit Liebe eingepackt und gegeben. Das zeigt doch oft mehr, als wenn du einen Scheck kriegst, wo viele Nullen drauf sind. Ja, da hat einer keine Zeit, überlegt sich nichts, was er dir zum Geburtstag schenken soll. Und ja, Geld geht immer, da holt er sich irgendwas. So, das ist vom nominellen Wert vielleicht viel, aber vom Dana-Wert wenig, weil du abgefüttert bist mit irgendwas Standardmäßigem und Standard ist heutzutage Geld. Ja? Und dann ist immer noch mal auch die Frage des Motivs, wenn Schüler haben ja in der Regel weniger Geld als Lehrer. So, für die ist ein kleinerer Betrag oft dann schmerzlicher in Anführungsstriche als für einen Lehrer, der sein Gehalt bezieht. Ja? Also das ist mehr eine Frage, wie man selbst, nach was man sich selbst bemisst. Ob ein Schüler auf der Straße, du kommst da, der Schüler kommt her, ob der auf die andere Straßenseite geht, wenn du kommst, oder ob er von der anderen Straßenseite rüberkommt und sagt, hallo, guten Tag. Ja? Also, dass wir auch umlernen, jetzt von diesen materiell feststellbaren Dingen Werte abzuleiten und nicht auch tiefer gucken, was ist das Motiv dahinter. Ja? Selbst uns in Frage stellen, haben wir die richtige Messlatte? Oder sind wir auch noch in diesen materiellen Skalen eingebunden, wo nur der Wert ist, der viel verdient und viel geschenkt bekommt? Das zeigt ein bisschen auf uns, nach welchen Maßstäben gehe ich denn vor. Ja? Und hat auch ein bisschen was mit Typ zusammen. Mit dem Typ des Menschen zusammen. Es gibt sicher viele Schüler, die zurückhaltend sind und sagen, das ist ein klasse Lehrer. Welche anderen schenken irgendwas nicht, das ist ein, oh, der ist schon wieder so. Ja? Man kann ja oft nicht in die Menschen hineingucken, was die wirklich für eine Meinung haben. Da lacht sie einer an, sagt, sie sind mein Lieblingslehrer, und dann geht er zurück und sagt, er hat es geglaubt. So. Tja. Man sieht an diesen Beispielen, wie komplex das Thema ist und in welche Verästelung des Lebens auch das hineinreicht. Und wie viel Psychologie damit verbunden ist. Nicht nur, wie viel was mit dem Äußeren hat zu tun. Wie tief das schon in der Kindheit entwickelt ist. Tja, gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, haben wir noch 20 Minuten, um nochmal zur Stille zu kommen, ein bisschen das Ganze abzurunden, Gedanken sacken zu lassen.
Ja.